So, moin, meine Freunde. Lange nicht mehr gehört, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Audio-Qualität ist nicht allzu scheiße. Ich nehme gerade mit einem neuen Headset auf. So, Leute, ich habe was ganz Spannendes für euch. Und zwar habe ich letztens eine neue App gefunden. Ich finde die ganz witzig, Alter. Ich blende die euch später ein. Ich lege das irgendwie als Video drüber, keine Ahnung. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall. Schaut mal, meine Freunde. Ich kann hier auf Settings gehen, okay? Ich habe hier den Namen. Ich kann den Namen ändern. Ich mach mal einfach, komm, wie nennen wir unseren Burschen hier? Andreas, komm, Andreas ist ein wunderschöner Name. Zweite Person heißt, komm, was ein schöner weiblicher Name. Habt ihr irgendeine Idee? Patricia, komm. Patricia, sowas. Sowas von geil. Wer will keine Freundin haben, die Patricia heißt. Ihr seht schon, wir sind hier in so einer Art Chatverfahren. Andreas und Patricia, ja? Andreas fängt an, Patricia anzuschreiben. Er denkt, er kann sie sich angeln. Yo, was geht? Ich denke mal, guck mal, hört ihr doch die Sounds so richtig oldschool. Yo, was geht? Fragezeichen. Riecht geile Sounds, oder? Okay, guck mal. So, jetzt gehen wir auf Patricia rauf und Patricia kann natürlich ganz easy antworten. Also, falls ihr euch denkt, das ist so Product Placement oder so, nee, am Arsch, Alter. Ich habe sowieso 120 Abonnenten, also wird das nichts. Okay, das aber nur so nebenbei. Okay, was antwortet denn Patricia drauf? Also, ihr seht schon, man denkt sich eigentlich alles selber aus, aber ich habe Langeweile und ich denke mir, das kann eigentlich ganz witzig werden, weil man hier irgendeine Scheiße reinschreiben kann. Also, warum nicht? Patricia ist schwer zu haben und schreibt direkt so: Ich hab einen Freund. Ihr müsst auch gut schreiben können, ne? Also, so, zack. Also, später wird es sowieso alles einander gereiht und dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Also, beschwert euch nicht darüber, dass ich langsam schreibe. Yo, was geht? Ja, ich hab einen Freund, er. Was antwortet denn unser Andreas drauf? Er ist schon leicht nervös. Er denkt schon, er lässt sich ein bisschen mehr Zeit mit der Nachricht. Er ist unter Druck und wollte eigentlich nur nach den Hausaufgaben fragen. Ich wollte nur fragen, Gamma, ob du die Mathe. Oh, ich kann Mathe nicht schreiben. Mathe. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht schreiben. Mathe. Hausaufgaben hast. Habe ich Hausaufgaben falsch geschrieben? Hey, was ist denn das hier für eine Scheiße? Hausaufgaben ist so richtig. Was wäre denn von mir? Vielleicht entweder bin ich jetzt braindead und ich habe Hausaufgaben falsch geschrieben, aber es sieht richtig aus. Ja, auf jeden Fall senden. Patricia, meine. Ja, klar. Ich weiß, dass du auf mich stehst. Ha! Patricia ist richtig so eine, Alter, ich schwöre. Okay, Andreas. Ja, überlegen wir mal, was Andreas schreiben könnte. Ja, er schreibt einfach halt's Maul, komm. Wir wollen auch hier langsam zum Ende kommen. Wir machen mal so ein cooles Silly. Semikolon? Semikolon? Wie heißt das? Wie heißt das Ding hier? Semikolon, oder? Warte, ich google das mal kurz. Ich will ja hier nichts Falsches verzapfen. Semikolon. Semikolon. Hä? Als Strichpünktlein. Und er schreibt Pünktlein mit C, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir der Seite vertrauen können. Nord- und restliches Mitteldeutschland, lateinisch. Semikolon. Okay, Leute. Nee, das ist ein Apostroph. Wollt ihr mich komplett ver. Apostroph. Ja, Leute, okay, ich bin. Ja, moin, ich bin komplett behindert. Ich vertausche einfach ein Apostroph mit einem Semikolon. Halt's Maul. So. Patricia ist beleidigt und schreibt einfach nur noch Punkte. Komm. Das war's denn schon. Guck mal, ich wollte euch. Oh, ich habe die App geschlossen, alles klar.
Leute, ich bin wieder drin. ja, ich wollte euch das einfach nur zeigen. Okay, dann gehen wir auf Create a Video. Generating your video. 16, 19, 20. Das wird wahrscheinlich bei euch ein bisschen schneller gehen, weil mein Handy schon gut im Arsch ist. Komm, 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 lad ein bisschen. Ah, warte mal, ihr seht es ja gar nicht. Wenn ich nicht einfach nur das hochgeladen, also wenn ich schon das Fertige habe. Ah, hier, guck mal. Jo, was geht? Ich hab einen Freund. Ich wollte nur fragen, ob du da sieht man meine Rechtschreibfehler, ob du die Mathe-Hausaufgaben hast. Ja, bestimmt, Andreas. Bestimmt wolltest du das. Ich weiß, dass du auf mich stehst. Patricia kommt direkt zur Sache. Sie fucken dich lange rum. Und er schreibt direkt halt's Maul. Ey, ich hab die Doppelpunkte hier bei Andreas. Ach, egal. Das ist auch scheißegal, einfach. Your video story was successfully saved to your gallery. Ey, cool. Ja, moin, Leute. Okay, meine Freunde, ich lade das jetzt hier hoch und dann setze ich einfach meine Stimme drüber und dann hoffe ich, dass es irgendwie halbwegs Sinn macht. Deswegen sehen wir uns später. Haut rein.